Ach ja, diese Musik wird einfach nie alt und damit hier oben rechts auch willkommen zu dieser Folge an all diejenigen, die da sind. Zweite Runde, wer wird Millionär? Wir spielen mal wieder im Einzelspieler noch eine Runde auf einfach und hoffen mal, dass wir heute mit der Julie über die 16.000 kommen von der ersten Folge. Und ich bin gespannt, ob das heute genauso wird. Ihr wisst ja, ihr könnt gerne mitraten, wo Sachen, wo ihr wusstet, wo ihr nicht wusstet. Einfach Spaß haben, genießen, ein Däumchen wäre ein Träumchen, abonnieren nicht vergessen und ansonsten, ich halte schon die Klappe, mach die Cam aus, denn jetzt kommt wieder wie immer das einzig wahre Intro dieser kleinen Sendung. Let's go! Unsere Kandidaten gehen heute aufs Ganze und wollen sich die Million holen. Willkommen bei Wer wird Millionär? Ja, die Millionen wären Träumchen. Ich will heute Abend insbesondere Spaß haben. Aber gegen Gewinn habe ich nichts. Die Frau will also Spaß haben. Dann los. Hier kommt Wer wird Millionär? Let's go. Wir haben 15 Fragen, um die Million zu erreichen. Wir werden diese Gewinnpyramide gemeinsam Schritt für Schritt erklimmen. Um Ihnen das Leben etwas zu erleichtern, bekommen Sie 4 Joker. Den Telefonjoker, den 50-50-Joker, den Publikumsjoker und die Frage wechseln. Dann heißt voll Abfahrt. Ihre neue Frage steht bereit. Viel Glück. Let's do this. Welche der folgenden Sportarten ist nicht olympisch? Radfahren, Boxen, Rudern oder Videospiele? Ich hole Gold für Olympia beim Videospiel. Das wäre geil. Wir nehmen mal D. Versuchen wir es mit D. Ah, das ist schön. Sie wissen ja das jetzt, was meine nächste. Meine Antwort. Das ist diese typische Eingangsfrage, die einfach mega geil ist. Der No-Brainer. Es ist tatsächlich die richtige Antwort. Ich musste einfach die Ruhe bewahren und das hat sich gelohnt. In der Tat, Blondie. Was? Hier ist eine neue Frage für Sie. Worauf werden üblicherweise Noten aufgeschrieben? Naja, auf Partituren oder auf Notenblättern, auf Linien, Pinien, auf Kreisen oder auf Meisen. Ja gut, wir müssen ein bisschen runterschrauben vom Niveau. Das sind Linien. Ich wähle A, da vertraue ich drauf. Das ist definitiv meine Antwort. Ob es wohl die richtige Antwort ist? Überraschung, es ist wahrscheinlich falsch. Nee, natürlich nicht. Ist es auch. Okay, weiter. Es ist Zeit, zu einer neuen Frage überzugehen. Die Hauptstadt welchen Landes ist Tokio? Japan, Indonesien, China oder Südkorea? Ja, dann auf nach Japan. Da würde ich gerne mal hin, ehrlich gesagt. Ich weiß die Antwort. Es ist A. Das ist definitiv meine Antwort. Je, was für eine Spannung. Und genau so ist es. Ich musste einfach die Ruhe bewahren und das hat sich gelohnt. Sie brauchen mal eine neue Catchphrase, oder? Gehen wir zu dieser neuen Frage über. Welche Band aus Liverpool wurde in den 1960er Jahren zum Phänomen? The Rolling Stones, The Beatles, The Offspring oder Motörhead? Und nochmal von vorne anfangen. Das könnte für mich auch eine Frage 9 sein, to be honest. Welche Band aus Liverpool? Wer kam denn aus Liverpool? A oder B? Motörhead sagt mir nichts. Offspring scheint mir Käse zu sein, to be honest. Falls es die gibt, sorry an der Stelle. Beatles oder Rolling Stones? Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, ich werde mir einen Joker nehmen müssen. Das ist gerade irgendwie peinlich, weil es gerade mal... Ist es die berühmte... Ja, das ist die 300-Euro-Frage. Die 300-Euro-Frage, die auch mit echt jeden raushauen würde. Wir machen den hier so, oder? Wir gehen mal auf den hier. Sie haben sich für den Anruf entschieden. Ich hoffe, Sie rufen die richtige Person an. Also ich sag A oder B immer noch. So.
Hey, Eva ist immer noch männlich, ist immer noch ein Kollege. Also sie ist immer noch ein Kollege. Eine Kollegin. Aber hey. Den Cousin. Wer hat die Tante angerufen gehabt? Diesmal nehmen wir mal den Cousin. Den Pierre. Hallo Pierre, hier ist Wer wird Millionär? Wie geht es? Gut, sehr gut. Aber auch etwas nervös, weil ich die Frage richtig beantworten möchte. Also, Julie braucht sie genau dafür. Wir haben volles Vertrauen in sie. Denken Sie sorgfältig nach, aber antworten Sie schnell. Es ist B, ganz klar. Das muss man einfach wissen. Das muss man wissen? Was? Also Musikgeschichte bin ich sowas von raus. Aber ich hab ja gesagt, es ist A oder B. Versuchen wir es mit B. Sind Sie sich sicher? Das ist definitiv meine Antwort. Und? Ist notiert und wird als richtig durchgewinkt. Sag ich doch! Ist doch alles klar! Haben Sie doch von vornherein gesagt! Was? Vertrauen Sie Ihrem Wissen und sich selbst, denn hier ist die nächste Frage. Wie klingt es mal mit dem Buchstaben J, wie Ihren Curaçao, Curaçao ausspricht? Curaçao? Wie klingt es, wenn man den Buchstaben, also C mit der 5 unten dran, das ist glaube ich in Französisch sowas wie ein S, Curaçao oder Curaçao? Curaçao, Curaçao, Curaçao. Er ist stumm. Curaçao, es klingt irgendwie doof, der Stumm fällt weg. Ist es ein S, ein K oder ein Q? Curaçao. Ich würde gerade sowas von lachen, ehrlich gesagt. Wenn ich das jetzt bestimmt zum 5., 6. Mal falsch ausspreche, in den Kommentaren so: Nein! Du musst das anders aussprechen! Du musst das mit einem K betonen! Aber ich werde das wahrscheinlich genauso raus, oder? Curaçao. Curaçao? Das K klingt mir sinnvoller irgendwie. Wenn man, also ich meine, dieses S mit dem Kringel, wenn wir mal Französisch kurz nachdenken. Sowas wie Son klingt wie ein S, aber hat keinen Kringel unten drunter. Es könnte ein K sein, to be honest. Ja, es gibt's halt nicht. Bin ich bei so Lulli-Fragen so lost? Das kann nicht sein. Das kann halt nicht sein. Wieso nicht bei so Lulli-Fragen so lost? Wenn ich jetzt 50-50 nehme, dann wahrscheinlich K und Q stehen, so wie ich das Spiel kenne. Ja, es ist doch ein Witz, komm. Meine Damen und Herren, bitte stimmen Sie nun ab und helfen Sie unserem Kandidaten. Wehe. Dieser Joker war absolut trash, weil ich mich hinterfragt habe. Ich wähle A, da vertraue ich drauf. Pass auf, jetzt haben die 30% recht. Jetzt, was meine nächste, haben Sie definitiv meine Antwort. Curaçao. Gut, die Sicherheitsstufe ist geschafft. Weiter geht's. Oder Curaçao. Übrigens schön, wie der Spotlight hinten durch die Publikumsmauer durchgeht. Kommen wir also zu einer ganz neuen Frage. Zu welcher Ordnung der Tiersystematik gehören Affen? Katzenartig? Nein. Echte Hunde? Nö. Primaten? Was kommt schon eher hin? Insekten. Also wenn Affen in Insekten sind, dann sind das die größten Insekten, die ich jemals gesehen habe. Aber wir nehmen mal C. Ich werde C nehmen. Jetzt kommt die Frage von mir. Das ist definitiv meine Antwort. Hey, was für eine Spannung. Ja, das ist richtig. Okay, kurz verschnaufen und dann weiter zur nächsten Frage. Können Sie auch diese neue Frage beantworten? Wie nennt man die Einwohner Perus? Peruaner? Perur? Peruvisten? Perusi, das sind dann die Peruaner, oder? Ja, das muss das sein. Antwort. Es ist A. Perua, das klingt Sie so Käse. Jetzt, was meine das ist definitiv meine Antwort. Ihr letztes Wort. Nun ist es Zeit, die richtige Antwort herauszufinden. Und genau so ist es. Zwei Fragen, die doof waren, zwei Fragen, die wieder gut laufen. Das hat sich gelohnt. Sie
Sie haben gut angefangen und sollten auch jetzt am Ball bleiben. Wie lautet der wahre Name der Mona Lisa? Er ist nicht bekannt. Marie Antoinette. Mona... Warte, was? To be honest, also... C ist so eine von diesen Fangantworten, also wenn die Mona Lisa Mona Lisa heißen würde, ich meine, das ist ja irgendwie logisch, weil die heißt ja auf dem Gemälde so. Aber ich meine, die Frau hatte einen Namen, glaube ich, mit Maria oder Marie, irgendwie sowas. Marie Antoinette war doch... Verdammt, jetzt würde ich... Ich würde wetten, 50-50 schmeiß ich jetzt mit B und D hin. Ich mache mal eine Prediction. Komm, wir machen mal Prediction hier. Komm, was soll's. Hier, 50-50, B und D bleiben bestehen. Wetten. Zwei falsche Antworten werden jetzt entfernt, um Ihnen bei dieser Frage zu helfen. Bleiben stehen, safe. Okay. Okay. Dann vergesst die letzten 30 Sekunden von Aussagen von mir. Ist der Name von der bekannt? Dann sagt man so... Sorry, aber C ist so ziemlich die dümmste Antwort, die es gibt. Wie lautet der wahre Name der Mona Lisa? Wenn der nicht bekannt ist... Also die Mona Lisa heißt safe nie Mona Lisa. Das kann mir keiner erzählen. Wenn C jetzt richtig ist, dann fresse ich einen Besen. A ist die richtige Antwort, das spüre ich. Und nun möchte ich wissen, das die Wahl ist definitiv ist meine Antwort. Sie haben alles gegeben, aber leider ist das nicht die richtige Antwort. Kein Beinbruch. Nächstes Mal wird's besser. Diese Frage war doch von vornherein eine Fangfrage. Der wahre Name der Mona Lisa ist Mona Lisa. Really? Das geht ja mal so gar nicht. Das geht ja mal so gar nicht. Ich bin dezent irritiert gerade. Ne, nicht normal, stopp. Wir gehen mal hier hin. Machen noch eine Runde auf einfach. Und natürlich, zweites Mal Intro. Können wir eigentlich skippen, aber können wir es nochmal. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wer wird Millionär? Ich will heute Abend insbesondere Spaß haben. Aber gegen Gewinn habe ich nichts. Ich sag ja, die brauchen eine neue Catchphrase. Unsere Kandidaten sind bereit und können es kaum erwarten. Los geht's bei Wer wird Millionär? Sie kennen die Gewinnpyramide und ihre 15 Stufen, um die Million zu erreichen. Um Ihnen das Leben etwas zu erleichtern, bekommen Sie 4 Joker. Den Telefonjoker, den 50-50-Joker, den Publikumsjoker und die Frage wechseln. Ja, jetzt aber. Vertrauen Sie Ihrem Wissen und sich selbst, denn hier ist die nächste Frage. Wer war 2020 Präsident von Deutschland? Angela Merkel? Barack Obama? Frank-Walter Steinmeier? Kanye West? Kommt zu mir gerade so vor, als ist das so eine komplette Fangfrage. Präsident von Deutschland? Das heißt bei uns immer noch Bundeskanzlerin. Wir haben einen Bundestagspräsidenten, aber Präsident von Deutschland? No joke, wir gehen auf die Merkel. Wir gehen auf die Merkel. Wenn da jetzt, eine falsche Antwort ist, in dem Sinne, dann war es er natürlich gewesen. Aber mal abseits davon, wir haben noch keinen Präsidenten hier, wir haben noch eine Bundeskanzlerin. Wie gesagt, wir haben Bundestagspräsidenten, den ganzen Kram haben wir, ja, aber... Ich wähle A, da vertraue ich drauf.
Sicher? Das ist definitiv meine Nun Antwort. Ist es soweit, die richtige Antwort herauszufinden. Es ist tatsächlich die richtige Antwort. Okay. Was? Einfach nur was? Eine ganz neue Frage für Sie. Ich muss dazu sagen, für die, die es euch nicht wissen, dieses Game hier ist von Microids. Das ist ein französisches Entwicklerstudio. Und es kann gut sein, dass sie gefragt haben in der französischen Sprache von wegen, wer ist der Präsident von Frankreich? Und dann haben sie dieses Wort Präsident bei der Übersetzung nach den deutschen Fragen stehen gelassen und haben nur quasi aus Frankreich Deutschland gemacht und dann haben sie hingeschrieben Merkel dafür. Und dabei wäre es eine falsche Übersetzung, das kann gut sein. Mal zurück zum Game. In welcher italienischen Stadt entsteht ein schiefer Turm? Der schiefe Turm von Pisa. A ist die richtige Antwort, das spüre ich. Sind Sie davon überzeugt? Das ist definitiv meine Antwort. Okay, dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Muss sein. Insofern ist das richtig. Okay, kurz verschnaufen und dann weiter zur nächsten Frage. Let's go. Gehen wir zu dieser neuen Frage über. In was für einer Welt findet One Piece statt? Oh, in der Piratenwelt, in der Ritterwelt, in der Alienwelt oder in der Ninja-Welt? Das ist, ja, One Piece ist doch hier Piratenwelt. Ich weiß die Antwort. Es ist A. Das ist definitiv meine Antwort. Die Spannung ist unerträglich. Oder? Und ja, genau wollte schon sagen. Gerade noch nach dem Einloggen hinterfragt. Aber nee, Spaß. Kommen wir also zu einer ganz neuen Frage. Welches der folgenden ist kein Buch, das als Vorlage für einen Disney-Film herangezogen wurde? Alice im Wunderland oder Peter Pan oder das Dschungelbuch oder Pocahontas ist kein Buch, das als Vorlage für einen Disney-Film herangezogen wurde. Pocahontas gab es. Peter Pan, also im Prinzip... Meinen die mit Disney-Filmen jetzt die wirklichen, also diese Live-Action-Verfilmung oder meinen die wirklich die Filme, also die früheren Teile? Weil im Prinzip, es gibt von B einen Teil, es gibt von D einen Teil, es gibt von C einen Teil, es gibt von A einen Teil, das ist klar. Also in den alten Teilen. Was die neuen angeht. Wurde Pocahontas neu verfilmt? Welches der folgenden ist kein Buch? Wir reden über kein Buch, das als Vorlage für einen Disney-Film herangezogen wurde. Es kann doch nicht sein, dass wir heute über diese Nulli-Fragen heute hängen. Das gibt's doch nicht. Kein Buch, das als Vorlage für einen Disney-Film herangezogen wurde. Was? Das heißt ja, die haben einen Film gemacht, ohne ein Buch dafür zu haben, oder wie? Ja, muss doch so sein. Von irgendwas gibt es einen Film, aber kein Buch. Das ist die Frage quasi. Was davon? Dafür bin ich zu alt. Das weiß ich nicht. Mal kurz den hier. Pupp. Fangen wir hier wieder an. Gut, dann laufen die 30 Sekunden ab jetzt. Diesmal gehen wir mal wieder... Wir gehen mal auf den Kollegen. Wir rufen mal den Kollegen an. Diesen maskulinen Eva. Eva, ich stecke bei einer furchtbaren Frage fest. Ich brauche deine Hilfe. Wir werden unser Bestes geben. Also erzähl mir alles, aber nur, wenn du es so weit wie möglich bringst. Haha, keine Sorge, deswegen bin ich ja hier. Es ist D. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Okay. Telefonjoker regelt also bei uns heute. D. Okay, D. Weiter zur Million. Sie scheinen von Ihrer Antwort überzeugt. Das ist definitiv Der Computer meine hat Ihre Antwort. Antwort bestätigt. Das ist absolut richtig. Ja, und schon wieder eine Stufe geschafft. Es läuft super. Und wie super es läuft. Eine neue Frage. 500. Ist im Anflug. Viel Glück. Wie lautet die Infinitivform des Verbs im folgenden Satz? Sie isst gerne Bohnen. Also wir reden über gerne Bohnen. Essen. Ja. Sie. Die Frage an sich ist von der Frankfrage. Mal abseits davon, wenn ich jetzt genau bin,
Also in diesen vier Antworten kann ich kein Verb finden. Ich sehe nur, da unten Essen ist ein Nomen. Also das ist kein Verb. Das kann nicht sein. Boden ist auch ein Nomen. Sie ist eine Anredeform. Gerne. Adjektiv, ne? Also ich sehe da kein Verb. Das muss C sein. Ich habe Vertrauen zu C. Okay, wir nehmen Sie C. Sich sicher? Oh, ja, dies das ist definitiv meine Antwort. Nun ist es Zeit, die richtige Antwort herauszufinden. Tun wir das also? So viel ist schon mal sicher. Da bin ich beruhigt. Was ist jetzt los? Haben wir einen Hochladen oder was? Muss ich sagen. Sind Sie bereit für die nächste Frage? In welchem Jahr erschien der bisher neueste Teil der Trilogie Descendants, die Nachkommen? Was weiß ich denn? Wir hatten doch schon in der ersten Folge eine Descendants-Frage gehabt, die ich nicht wusste. Also. Also, wie gesagt, Disney und so oder allgemein Filme, da bin ich raus. Ich würde jetzt mal spontan raten, irgendwie 2018, 19 vermutlich, weil die Fragen sind ja relativ aktuell. Wir machen folgendes. Wir gehen hier hin und wir nehmen erstmal den hier. An unser Publikum, bitte stimmen Sie nur ab, wenn Sie sich Ihrer Antwort sicher sind. Gut geraten, wa? Gut geraten. Also D. Ich zocke gern und wähle daher D. Ja, mit 70% fast würde ich auch zocken. Nun ist es soweit, die richtige Antwort herauszufinden. Mit 70% zocken macht Sinn. Gut. Aber lauf bei uns. Okay, kurz verschnaufen und dann weiter zur nächsten Frage. Und hier ist eine neue Frage, von der ich hoffe, dass sie sie nicht beunruhigt. Wie ist der Hutmacher aus Alice im Wunderland? Blau, verrückt, hutlos oder immer zu spät? Der hatte... Der Hutmacher war doch immer, glaube ich, derjenige, der entweder verrückt war oder zu spät war. Eines von beiden muss es sein. Blau und hutlos, glaube ich, nicht. Das wird irgendwie so für mich gerade raus. Er würde sagen B oder D. Soll ich jetzt wieder einen Joker nehmen? Ich meine, muss ja eigentlich fast schon. Es ist eine Vorlage für ein 50-50, die Frage. Verrückt oder immer zu spät? Ich meine, wird man ihn vielleicht mit dem verrückten Hutmacher kennen oder der... Er wurde immer zu spät. Ich würde sagen, verrückt müsste er sein. Aber andererseits... Mal kurz sehen hier. Wir gehen auf Nummer sicher. Sie haben sich für den 50-50 Joker. Das sind überhaupt nicht meine Fragen, das da. Zwei falsche Antworten entfernen. Das sind überhaupt nicht meine Fragen, aber bam. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich den 50-50 Joker einfach nur hassen tue? Und ja, ich tue hassen. Ich hasse diesen Joker, vor allem bei diesem Game. Er ist so vorhersagbar, das gibt's halt nicht. Entweder switchen wir jetzt die Frage oder wir gehen hier dran unter, vermutlich. Also, mal gut, es ist eine 50-50 Chance, of course, aber bei meinem Glück gehen wir hier unter bei der Frage jetzt. Der verrückte Hutmacher, der immer zu spät, der ist immer zu spät. Ich nehme mal B. Ich nehme mal B. B, da bin ich mir ganz sicher. Achso, nochmal, ja. Und nun möchte ich wissen... Das ist definitiv meine Antwort. Die Spannung ist unerträglich. Please, please. Das ist absolut richtig. Das war gut geraten, aber es läuft heute einfach überhaupt nicht. Ja, es läuft super, ja, du bist auch super, danke. Super ist, klar, 7 Fragen, 3 Joker, ist super. Welcher französische König war der letzte mit dem Namen Ludwig? 16, 17? 16 gab es in jedem Falle. 14 hatten wir auch gehabt. 14 war der Sonnenkönig. 16, glaube ich, gab es auch noch. Gab es nur 17 oder 18? Aber ansonsten 16 gab es definitiv. Wir können die Frage auch switchen, so ist ja nicht. Wir können die Frage auch switchen, notfalls.
Gab es eine 17 oder gab es eine 18? Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr es gewusst hättet an der Stelle. Ich würde ja vermuten, einen 17. gab es, einen 18. gab es nicht, aber da ich es nicht weiß und gerne euch noch ein paar Minuten mehr Spannung geben will, wir nehmen den Switch-Joker und tauschen die Frage aus. Ich sag, es wäre die 17 gewesen. Sie möchten die Frage wechseln? Ich hoffe, es bringt Ihnen Glück. Funktioniere bitte gut. 17? 16? Kein Verlust. Sind Sie bereit, sich den Fallen dieser nächsten Frage zu stellen? Welche Art von Kunst macht Banksy? Street Art, Abstract Art oder Art Brut oder Fun Art? Es sind einfach überhaupt nicht meine Fragen, oder? Vielleicht sollten wir einfach mal nächste Folge auf Normal spielen und gucken, ob die für den Zeitdruck geratenen Fragen vielleicht für uns eher was wären, aber... Was macht denn Banksy? Street Art, Abstract Art, Art Brut oder Fun Art, also... Das könnte ja irgendwie alles sein. Das könnte ja irgendwie alles sein. Ich sag aber jetzt mal irgendwie, Abstract Art ist eher was Mögliches, Street Art auch, Art Brut sagt mir überhaupt nichts, Fun Art, das sind glaube ich beides keine Sachen, das muss eines von den ersten beiden hier oben sein. Banksy, das könnte ein Street Artist sein, Abstract Art, eines von den beiden. Auf die Gefahr hin zu scheitern, wisst ihr was? Vielleicht hat man Glück und es geht weiter, vielleicht klappt's ja, wer weiß. Wir nehmen mal Antwort A, Street Art, und wir hoffen mal das Beste. Ich wähle A, da vertraue ich drauf. Ich wüsste es nicht. Jetzt kommt die Frage von mir, die Sie zwar Ihr letztes Wort. Nun ist es Zeit, die richtige Antwort herauszufinden. Ist notiert und wird als richtig durchgewinkt. Prima. Ich musste einfach die Ruhe bewahren und das hat sich gelohnt. Und hier ist eine neue Frage, von der ich hoffe, dass Sie sie nicht... Für welche geometrische Figur gilt der Satz des Pythagoras? Für ein Dreieck. Parallelogramme? Nein. Gleichschenklige Dreiecke? Ja, auch. Kreise? Nö. Rechtwinklige Dreiecke? Ja gut, das ist da jetzt nicht unbedingt so, aber A plus B gleich C, beziehungsweise A plus Quadrat plus B Quadrat ist gleich C Quadrat. Ihr kennt das ganze Spielchen ja. Das sind dann die rechtwinkligen, weil einer muss 90 Grad haben. Ankatheter plus Gegenkatheter zum Quadrat jeweils ist okay, Hypotenuse zum Quadrat. Ich muss Sie fragen, sind Sie sich? Sie haben Antwort. Ihre Wahl getroffen. Schauen wir uns jetzt die richtige Antwort an. Come on, let's do this. Das stimmt. Okay, 16.000, maybe? 16.000, maybe? Vielleicht wird es besser. Können Sie auch diese neue Frage beantworten? In welchem Jahr sank die Titanic? Och nein, Jahresfrage hasse ich ja wie die Pest. 1912, 32, 62 oder 82? 82 klingt ein bisschen spät. 62 oder 32? Komm, denk nach. Da muss irgendwas in deinem grauen Stübchen sein, wo schon die ganzen Spinnenweben hängen, dass sich irgendwie auf die Antwort kommen lässt. Irgendwas. ...32 oder 62 würde ich jetzt bevorzugen. Also 82 ist mir definitiv zu spät, das fällt weg. 82 ist zu spät. Das muss vorher gewesen sein. ...32... ist ja um den Zweiten Weltkrieg drumherum circa. Ich glaube, so ein bisschen gesandwicht zwischen den beiden. Wann sank die Titanic? Ich könnte jetzt nur raten, to be honest. Ich kann nur raten. Oder wir steigen mit 8000 aus, was auch eine Option wäre. Aber andererseits, ihr wollt natürlich auch gerne wahrscheinlich eine höhere Frage sehen.
Meine Tendenz, also geht am stärksten zu 32, aber andererseits finde ich 32 ein bisschen so früh, dass man sagen muss, es ist fast schon zu spät eventuell. Lernt man so eine Geschichte? Mal so gefragt. Lernt man so eine Geschichte? Also, wann die Titanic sank? Also, ich weiß nicht, Geschichtsunterricht damals war irgendwie so mehr gewesen, mal Mittelalter, Weltkriege, so, die ganzen Sachen, die wir erlebt haben, also von vorne bis hinten durch. Aber Titanic ist ja mehr so für mich fast unter Filmwissen. Was tun wir? Sollen wir zocken? Ich meine, warte mal, ich geh mal kurz hier hin. Pass auf. Wenn wir jetzt zocken, hätten wir wieder 16.000. Dann wäre es gut gegangen. Die Frage ist, ist es das wert? Also vermutlich sind ein paar von euch im Chat dabei, die wissen, also das heißt im Chat, in den Kommentaren dabei, die genauso wie ich wissen, wann, also die im Gegensatz zu mir wissen, wann die gesunken ist. Ich weiß nicht warum, aber 32 springt mich an. Schifffahrt war in den 1900ern beliebt, aber early gewesen. Ich kann die Sache nicht in Verbindung bringen mit irgendwelchen Kriegszeiten. Das heißt, das würde ich irgendwie vermerkt haben unter einem gewissen Datum. Also 62 ist aber genauso wie 82 auch ein bisschen spät, to be honest. Ah, riskieren wir die Kacke. Riskieren wir 32 oder ist es dann doch 12? Es ist... was tun wir? Wir machen folgendes. Pass auf. 82 streife ich weg. 32 ist gut möglich, aber ist so gesandwiched bei den Kriegszeiten, das wird man sich irgendwie beigebracht bekommen, das lasse ich außen vor. 62 ist die Antwort, die ich ansonsten nehmen würde. Die kommt mir aber so spät vor, dass ich jetzt total ins Blaue rate und die 12 nehme. Ich nehme total ins Blaue geraten die 12. Wir probieren das aus. Ich habe absolut keine Ahnung bei der Frage. Absolut keine. Es könnte genauso schief gehen. No guts, no glory, oder? Ich weiß die Antwort. Es ist A. Gut, ja, dann das nehmen ist wir definitiv meine Antwort. Die Spannung ist unerträglich. Und da haben wir die Sicherheitsstufe geknackt. Das geht ja ruckizucki. Ruckizucki? Willst du mich verarschen? Für die Frage 5 Minuten gebraucht. Und aus Augen gesweatet. Diese neue Frage wartet nun darauf, mit Bravour beantwortet zu werden. To be honest, die Fragen heute sind alle überhaupt nicht meine. Welches der folgenden Spiele wurde nicht von Blizzard Entertainment veröffentlicht? Oh, ist ja easy. Overwatch ist, Diablo ist, Warcraft ist auch, Counter-Strike ist nicht. Wir haben 32.000. Easy. Easy. Damit wir uns einig sind. Das ist definitiv meine Antwort. Und komm, rein damit. Insofern ist das richtig. Also, das hätte auch eine 50-Euro-Frage sein können für mich. Hat sich gelohnt. So schnell wie sie vorankommen, sollte die nächste Frage kein Problem sein. Welcher Wortgruppe gehört das Wort ist an? Pronomen, Verb, Präposition, Subjekt ist, ist ja sein, also ich bin, du bist, bla 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 bla, Verben. Versuchen wir es mit B. Ich muss Sie fragen, ja, sind Sie sich definitiv nah, meine Antwort. Ob es wohl die richtige Antwort ist? 64. Easy. Ich habe mir die nötige Zeit genommen und das Alter. Hat sich gelohnt.
Es ist so merkwürdig. Zwei Scheißfragen unten, zwei Easy-Fragen. Wieder zwei Scheißfragen, wieder zwei Easy-Fragen. Welche der folgenden Energiequellen ist kein fossiler Brennstoff? Robenzin, Erdgas, Kohle, Elektrizität. Also da sowohl Benzin als auch Erdgas als auch Kohle im Prinzip fossile Brennstoffe sind, Elektrizität ist das Einzige, was es nicht ist, also müsste halt D sein. Versuchen wir es mit D. Wenn du mir jetzt sagst, dass es fossiler Brennstoff ist, das kann nicht sein. Das war eine gute Wahl. Ja, und schon wieder eine Stufe geschafft. Es läuft super. Es läuft besser als erwartet, to be honest. Es läuft besser als erwartet. Sie haben gut angefangen und sollten auch jetzt am Ball bleiben. Welche der folgenden Gesangsstimmlagen ist die höchste? Tenor, Mezzosopran, Bariton oder Bass? Bass ist so tief unten, das kannst du knicken. Bariton ist, glaube ich, so ein Mittelding. Mezzosopran ist das über oder unter Bariton? In jedem Fall auch im Mittelfeld irgendwo. Ich glaube, Tenor ist ja immer die höchste. Gibt es nicht diese Tenorleiter oder wie heißt das? Dieses Do, Re, Mi, Fa, So oder wie das heißt? Diese Leiter, ist das nicht die Tenorleiter? Heißt das nicht irgendwie so? Ich würde jetzt fast sagen, dass es A ist. Also. Das muss eigentlich A sein, oder? Do, Re, Mi, Fa, So. Gesangsstimmlagen ist die höchste. Ich bin mir zu 70% sicher, dass dieses Ding diese Tenorleiter ist, von wegen Do, Re, Mi, Fa, So. Was niemand hier hören will übrigens. Tenor ist doch bestimmt, das muss das höchste sein. Jetzt tut aber der Fall auch weh, oder? Kurz gucken. Wir reden jetzt über. Andererseits, scheiß drauf, es ist nur ein Game. Es ist nur ein Game, trotzdem. Ich sag, es heißt Tenorleiter oder irgendwie sowas, diese la 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 la, ihr kennt, was ich meine. Es ist, es muss ein Tenor sein. Bass ist das unterste, also wer Notenschlüssel kennt oder meinetwegen Noten kennt, Bass ist tiefer als unten, unter dem C quasi, unten drunter. Das ist noch die tiefere Ebene. Mezzosopran, beziehungsweise Sopran ist auch Mittelfeld, Bariton muss Mittelfeld sein, es muss ein freaking Tenor sein. Das ist die richtige Antwort, das spüre ich. Jetzt kommt die Frage von mir, die ja, nun ist es soweit, die meine richtige Antwort herauszufinden. Raten reicht leider nicht aus, um weiterzukommen. Das ist nicht die richtige Antwort. Man darf es nicht so eng sehen. Ich habe ja nicht alles verloren, oder? Nein, nur 100. Leider fallen sie auf die Sicherheitsstufe zurück. Besser als nichts. Was heißt viel verloren? Es muss... Ihr wart zu greedy vielleicht. Vielleicht zu greedy, aber okay. Spannende Folge. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Dritte Runde, vielleicht die bessere. Wir werden sehen. In diesem Sinne, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne den Channel und wir sehen uns bei der dritten Folge wieder von... Wer wird Millionär? In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, kommt gut nach Hause und bis dann. Ciao, ciao. Und danke fürs Zusehen.